Eine Million. Eine Million. Eine Eins mit sechs Nullen. Unglaublich große Zahl. Was das mit meinem Kanal zu tun hat, bleibt dran, dann erzähle ich es dir. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ich freue mich aber auch noch aus einem anderen Grunde. Eine Million Mal haben Zuschauer auf Beiträge auf meinem Kanal geklickt. Eine Million Mal in nicht einmal ganz dreieinhalb Jahren. Das bezieht sich auf meine langen Videos, das bezieht sich aber auch auf meine Textbeiträge auf meinem Community-Tab, wobei das der wirklich verschwindend geringste Teil ist und auch auf meine Kurzvideos, die sogenannten Shorts, aber auch das ist nur ein verschwindend geringer Teil. Ich würde sagen, 97 Prozent entfallen aktuell auf meine langen Videos. Und da YouTube mir zu diesem Meilenstein schon gratuliert hat, habe ich auch nicht gewartet, bis nur die langen Videos über eine Million Klicks kommen, sondern YouTube feiert in Anführungsstrichen mich schon. Jetzt hat mir eine Mail geschrieben, hat mir gratuliert. Ich finde das absolut faszinierend. Als ich vor dreieinhalb Jahren anfing, hatte ich keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Ich hatte nicht mal eine Ahnung davon, wie man Videos macht und als der erste auf meinem Kanal in die Kommentare schrieb, äh, Abo ist da, habe ich gedacht, na ja, und was sagt mir das jetzt? Ist doch egal, ob du abonnierst oder nicht. Hauptsache, du klickst auf die Videos. Also ich hatte echt Null Ahnung, aber sowas von Null Ahnung. Und dementsprechend schlecht waren die Videos auch. Das Bild war mies, der Ton war mies, der Schnitt war mies. Das Einzige, was mir halbwegs gefallen hat, war die Idee hinter den Videos. Und dementsprechend viel Kritik habe ich auch bekommen. Von lass es sein, wenn du es nicht kannst und äh, du musst ja noch unglaublich viel lernen. Ähm, deine Videos kann man nicht anschauen, ich verstehe kein Wort. Also, es war. Sehr viel dabei, aber auch ganz, ganz viel konstruktive Kritik. Und ich habe versucht, mich von Video zu Video zu verbessern. Und ich glaube, dass zumindest in letzter Zeit mir das auch einigermaßen gelungen ist. Die eine Million Klicks, die sind sehr, sehr viel, auch wenn ich nicht ganz so viele Abonnenten habe wie andere Kanäle bin ich trotzdem irrsinnig stolz drauf, was aus meinem Kanal in den dreieinhalb Jahren geworden ist. Die Abonnentenzahl erkläre ich persönlich mir mit zwei Sachen. Zum einen bin ich mit meinem Inhalt in der äußersten Ecke einer kleinen Nische. Die Nische, das sind Armbanduhren, die ja nur ein Teil von Schmuck und Lifestyle sind, sondern ein ganz, ganz kleiner Teil davon nur. Und in dieser kleinen Nische decke ich nur deutsche Marken ab. Insofern ist der Kreis meiner potenziellen Zuschauer ohnehin schon extrem gering. Und deshalb denke ich, dass ich mit 3300, knapp über 3300 Abonnenten tatsächlich gar nicht so schlecht im Rennen liege. Auch wenn ich mir natürlich deutlich mehr Abos wünschen würde. Der zweite Teil ist, ich denke, mein Kanal ist nicht sehr konstant. Im Sinne dessen, was ich an Inhalt biete. Ich liebe es, rum zu experimentieren, ich liebe es, vielfältig zu sein und ich liebe es auch, neue Sachen auszuprobieren. Ich habe mal zusammengeschrieben, was ich aktuell an regelmäßigen, teilweise auch unregelmäßigen Formaten auf meinem Kanal habe und ich ge gestehe gerne zu, dass das für den einen oder anderen bestimmt auch mega verwirrend ist. Der Kerninhalt meines Kanals ist und wird auch zukünftig bleiben, lange Reviews von Uhren. Uhren, die ich auf dem Tisch habe, die ich mir anschaue, Zahlen, Daten, Fakten, mein Eindruck, Nachtbild, äh, wie sind die Zeiger gesetzt, wie sieht sie am Arm aus, alles das, was ihr so üblicherweise kennt ein zweites Format, was mir persönlich sehr ans Herz gewachsen ist und was auch bei vielen von euch gut ankommt, sind die eine Woche am Arm Videos. Die funktionieren aber nur dann, wenn ich eine Uhr mir gekauft habe oder aber mir ein Zuschauer eine Uhr zur Verfügung stellt, um sie eine Woche lang in meinem Alltag in Anführungsstrichen ohne Rücksicht auf Verluste in Abführungszeichen zu tragen. Dementsprechend ist das ein nicht wirklich planbares und zudem auch ein sehr episodisch vorkommendes Format. Dann habe ich die Podcasts, die ich in der Vergangenheit nur mit stehendem Bild gemacht habe, wo ich jetzt dazu übergehen möchte, sie auch mit bewegtem Bild zu machen. Dann habe ich das Quiz, was von ganz, ganz wenigen nur angeschaut wird, dafür aber sehr regelmäßig, also eine kleine, aber sehr konstante Zuschauerschaft hat. Dann habe ich den Star Club, wo ich Uhren meiner Zuschauer vorstelle, teilweise auch mit den Zuschauern selbst im Dialog. Das hängt natürlich auch davon ab, was bekomme ich rein, wie kriegen wir das mit dem Versenden, wie decken wir die Kosten ab. Also das ist auch nicht ganz ohne, aber das ist auch ein Format, wo ich zum Teil auch Bild- und Video- und Tonmaterial meiner Zuschauer mitverwende. Also das ist auch ungewöhnlich und vielleicht auch etwas verwirrend. Dann habe ich meine Vor Ort-Videos, wo ich also zu Messen, Produzenten ähm, und auch Uhrenherstellern fahre. Sehr aufwendig für mich, weil es sehr viel Zeit kostet, ich mein Equipment rumschleppen muss, aber ich glaube, auch das kommt wirklich gut an. Dann habe ich zum Teil Interviews, die ich entweder vor Ort oder auch bei mir führe, wo es ein längeres Gespräch mit einer Person aus der Uhrenwelt gibt, sei es ähm, ein Admin aus dem Urforum oder ein Uhrenproduzent oder auch nur Freunde aus der Uhrenwelt. Dann habe ich meine Themenserien, wo ich zu einem ganz bestimmten Thema mehrere Videos in Serie mache, so wie ich das über die Uhren aus dem Schwarzwald gemacht habe oder wie die Serie, die gerade aktuell läuft, über die Uhren aus Glashütte. Und da sind auch noch weitere Serien dieser Art in Planung. Dann habe ich meine Videos fünf Uhren, die, und jetzt kommt das Kriterium, dass diese fünf Uhren verbindet. Zum Beispiel fünf Uhren im Militäruhrenstil unter 1000 Euro, fünf Uhren, die ein Lookalike der Rolex Submariner sind, fünf Uhren, Uhren als Dressuhren für den Einstiegsbereich, 5 Uhren über 10.000 Euro, irgendwas in dieser Art. Alles natürlich bezogen auf deutsche Marken, auch ein Format von mir, was sehr häufig und auch sehr gerne angeklickt wird. Und nicht zuletzt experimentiere ich aktuell mit Shorts rum und hier ist das Feedback extrem durchwachsen. Einige finden es sehr gut, einige mögen es, andere finden die Shorts unausstehlich. Ich habe beginnend mit dieser Woche den Rhythmus, die Frequenz meiner Shorts etwas zurückgefahren, um die, die sie nicht mögen, nicht über Gebühr zu belasten mit einer Schwemme von Videos. Und die, die sie mögen, werden trotzdem weiter versorgt. Ich werde also in nächster Zeit weiterhin Shorts zeigen und in jedem Shorts wird so lange eine Uhr aus meiner Sammlung mit den vier Kernargumenten dafür und im zweiten Short mit den vier Kernargumenten gegen diese Uhr vorgestellt werden, solange bis ich alle Uhren meiner Sammlung vorgestellt habe. Und dann mache ich mal einen Schlussstrich drunter und überlege, was mache ich damit, mache ich das weiter, mache ich das nur noch als Newsflash oder lasse ich es ganz sein. Aber ich möchte erst einmal meine Uhren in dieser Form in eine Shorts-Sammlung einbringen. Angesichts dieser Vielfalt finde ich es mega, dass so viele von euch mir die Treue gehalten haben, meine Videos regelmäßig gucken und sich auch auf diese vielleicht verwirrende Vielfalt einlassen. Also in dem Sinne, mega vielen Dank, finde ich absolut super. Ja, was soll ich noch sagen? Ich verspreche, ich werde weitermachen, ich werde weiter an mir arbeiten, ich werde weiter versuchen, bessere Videos zu machen. Das heißt, die Art, den Schnitt, die Technik, die Aufnahme zu verbessern. Aber ich werde auch daran arbeiten, die Art, wie ich es vorstelle, zu verbessern. Weniger Wiederholungen, mehr Text, mehr Tempo, interessantere Sachen, interessantere Themen, interessantere Gesprächspartner und hoffentlich auch weiterhin interessante Uhren. Nachdem ich das jetzt gesagt habe, ist das nächste, was ich sage, wahrscheinlich äh, ziemlich kontraproduktiv, weil... Dieses Jahr werde ich es nicht schaffen, zur Watchtime zu fahren. Dafür habe ich privat einfach viel, viel, viel zu viel am Hut. Ich kriege es nicht hin und ich brauche das Wochenende für mich und meine Familie. Insofern wird es dieses Jahr von mir kein Watchtime-Video geben. Dafür aber etliche andere, hoffentlich super interessante Sachen über die nächsten Wochen. In diesem Sinne nochmal vielen Dank für eure Unterstützung, für eure Klicks, für eure Kommentare, für jedes Abo, was ihr da lasst. In diesem Sinne bleibt gesund. Freut euch an euren Uhren. Bis dahin. Tschüss. Euer Axel.